Hey, wo sind wir? Wir sind in Mainz, Herr Kosser. Das sieht so ein bisschen nach Kunst aus. Ja, was ist das hier? Hier auch, Peng ist quasi ein Freiraum, wo Kommunikation, urbane Kunst, Street Art, alles was so ein bisschen alternativer Kunstbetrieb angeht, noch groß geschrieben wird. Und dann sind wir hier nämlich in Mainz und da gibt es hier so Ausstellungsräume, kann man ja mal gucken hier. Da, ne? Hier kannst du ja mal ran tun, alleine so. Bin ja mal sehr spannend. Was zum Teil die Beschriftung von Kunst irgendwie über den Künstler aussagt. Ne? Manchmal ist ja so eine. Sieht nach Graffiti ein bisschen aus, ne? Ja, würde ich sagen. Hier, das ist zum Beispiel sehr schick. Cold Steel kennt man vielleicht. Kennst du vielleicht? Herr Kosser, sagt ihr noch was? Damals, ne? Nee, Peter Fox meine ich. Die Band? Damals, ne? Nee, nicht damals. Eigentlich sind die relativ neu. Naja, ist egal. Herr Kosser, habt ihr ein Foto? Film. Hier, könntest du mal besagen, hier nochmal. Gefällt euch die Ausstellung? Ja klar, aber du musst uns das nochmal erklären. Wer bist du nochmal? Okay, ich bin einer, läuft schon. Hier mit ausstellt und wir sind eine Gruppe von so 10, 12 Leuten und davon sind 7, 8 hier vertreten und ich bin der, der den Ausstellervertrag unterzeichnet hat letztens. Zeig uns mal deine Sachen. Meine Sachen hängen hier drüben. Das sind diese, bist du da mit der, ich sag mal, genau. Der verschnittenen Signatur. Das war so ein bisschen hippie-mäßig aus. Was heißt hippie? Das ist schon Graffiti-Kalligrafie, ne? So buntig und so nett kommt das dann her. Okay. Womit hast du das gemacht? Sind das Sprühdosen gewesen? Das ist Sprühdosenlack, aber das ist alles aus nicht gesprühten Sprühdosen, sondern aus aufgestochenen Sprühdosen. Also ich steche die dann mit dem Hammer oder sind das auch, ist das auch deins da? Auf. Diese Sprühdosen kaputt gemacht? Ja, diese Sprühdosenfiguren sind auch kommen. Das hat sowas von modernes. Genau. Ja. Das hat ganz einfach. Aber noch mal die Farbe halt raus, die halt noch rauskommt, wenn man sie aufsticht. Und damit kann man. Versticht das ja nur auf, dass das so raussprüht. Mit dem Hammer, mit dem Nothammer, mit dem Trockenzieher. Ja, da braucht man schon Gewalt, oder? Also jetzt mal ganz. Jetzt mal ohne Scheiß, die stehen noch unter Druck, oder? Ja, die stehen unter Druck. Die gehen dann auch ganz schön ab, wenn man die angepiekst hat. Abgefahren.